Ich hatte gestern eine Besprechung mit ein paar jungen Männern von den verschiedenen Zeitungen und habe mich bemüht, denen klarzumachen, was eigentlich eine Gemeinschaftskonferenz ist. Erklär das mal einer, nicht? Und da habe ich mir gesagt, am besten könnte man sich sehr klar machen, eine Gemeinschaftskonferenz an biblischen Bildern. Was ist eine Gemeinschaftskonferenz? Eine Gemeinschaftskonferenz will sein der Ort in der Wüste, wo der Herr Jesus 4000 hungrige Leute satt gemacht hat. Waren in der Wüste 4000 Leute, allerdings 4000 Leute ohne Frauen und Kinder. So weit haben sie es noch nicht gebracht, nicht wahr? Es waren hungrige Leute. Und die Jünger hatten nicht viel, ein paar Brot und ein paar Fischlein. Ich glaube, alle unsere Referenten sind sich einig, wir haben auch nicht viel. Wir haben im besten Fall ein paar Brot und ein paar Fischlein. Und dann ging es durch Jesu Hände und sie wurden satt. So eine Gemeinschaftskonferenz, der Ort in der Wüste, wir kommen mal aus einer Wüste, zusammen, wo Jesus 4000 Menschen satt macht. Wir hoffen, dass wir am Donnerstag alles in allem 4000 Leute haben. Oder was eine Gemeinschaftskonferenz? Der Herr Jesus saß mal am Jakobsbrunnen in Samaria. Ein Brunnen, den Jakob gegraben hatte. Und da saß er müde und da kam eine Frau. Eine Frau, die in Sünden lebte. Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt, und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dort am Jakobsbrunnen redet Jesus mit ihr von sich und dem Heil Gottes. Ich denke, die Gemeinschaftskonferenz will so ein Jakobsbrunnen sein, wo Jesus mit Herzen, die es nötig haben, ganz in die Stille gehen kann, trotz der vielen Leute, und kann mit ihnen reden von ihrer Sünde und seiner Gnade. Was eine Gemeinschaftskonferenz? Eine Gemeinschaftskonferenz ist der Baum, auf dem der Zachäus saß, als er Jesus nicht sehen konnte. Es waren so viele Leute um den Weg. Und er konnte Jesus nicht sehen, da stieg er auf den Baum. Von da konnte er ihn sehen. Wir sind oft auch im Gedränge, dass wir Jesus nicht sehen können. Wird unser Glaube so klein. Und da kommen wir zu einer Gemeinschaftskonferenz. Die Gemeinschaftskonferenz will so ein Baum sein, von dem aus man Jesus gut sehen kann. Ja, wo er vielleicht stehen bleibt und sagt, komm runter, ich muss bei dir einkehren. Ich habe noch eins. Eine Gemeinschaftskonferenz, der Tempel in Jerusalem, wo Gottes Volk zusammenkam, um sie im Herrn zu freuen. Als Jesus 12 Jahre alt war, durfte er mit seinen Eltern nach Jerusalem zu einem der Gottesfeste. Und wir haben uns von einem Schriftsteller, Josephus, einen Bericht über solchen Fest. Das ist ganz herrlich. Sie am Schluss im Festzug rumzogen mit Palmen in Händen und sich freuten im Herrn und ihre Väter, ihre Kinder hochhielten, dass sie einen Altar sehen können, wo die Versöhnung geschieht. Volk Gottes kommt zusammen. Da sangen sie den Psalm. Wir stehen in deinen Toren, Jerusalem. Sehen Sie, unsichtbar ist der Tempel des Herrn unter uns. Da ist der Altar Gottes Golgatha unter uns aufgerichtet, an dem das Lamm Gottes stirbt. Und nun kommt Gottes Volk zusammen und will singen und sich freuen und anbeten. Gott schenke uns, dass das alles unsere Thirstings-Ruhe-Konferenz wird. Der Platz der Wüste, wo die Hungrigen satt werden. Der Baum, wo man Jesus sieht. Der Brunnen, wo er mit den Seelen reden kann. Und der Tempelberg, wo Gottes Volk sich freut im Herrn und zusammenkommt. Und ich bitte unseren Bruder Dr. Mader, mit uns zu beten. Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wieder hast du uns zusammengeführt. Wieder willst du zu uns sprechen. Wieder willst du uns alle miteinander segnen. Und nun bevollmächtige du die Brüder, die uns etwas sagen sollen. Und öffne du aller Herzen. Sei du unsere mit heute Abend und auch in den nächsten Tagen. Amen.
Wir hören jetzt Daniel Schäfer. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was heißt Heilsgewissheit? Das ist das Wissen, persönliche Wissen um meine Errettung. Heilsgewissheit bedeutet, dass ich weiß, das Heil in Christo gehört auch mir. Heilsgewissheit ist das Wissen um Vergebung meiner Sünden, ist das Wissen um meine Gotteskindschaft, ist das Wissen um das erlebte, erfasste Heil in Christo persönlich. Wenn ich jetzt hier durch die Reihen ginge und würde fragen, sag, bist du deines Heiles, deiner Errettung, deiner Seligkeit auch gewiss, dann würden die allermeisten von uns, die würden sagen, ich hoffe, ich denke, ich möchte, ich werde doch. Freunde, das klingt so bescheiden, aber es ist nicht die biblisch klare Stellung der Heilsgewissheit. Was heißt Heilsgewissheit? Dass ich endlich nach meinem Suchen und Fragen und Ringen endlich dahin komme, dass ich sein Wort höre, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöset. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Inwendig muss Gott kommen nah. Das legt uns jetzt Bruder Geiger aus Brüninghausen aus. Inwendig muss Gott kommen nah. Das hat vor dem Testigen auch schon mal einer gesprochen, ein großer Mann. Der hat es als Gebet gesprochen, das war der Paulus. Da steht ein Gebet von ihm im Epheserbrief, Kapitel 3. Er sagte, er betete darum, dass Christus wohne in euren Herzen. Inwendig musst du kommen, na, Christus wohne in euren Herzen, sagt Paulus. Ich kann nur sagen, das lohnt sich. Das hat sich für den Testigen gelohnt. Wenn man das Leben kennenlernt, wird man neidisch. Was für ein herrliches, von der Gnade erfülltes Leben. Wenn man Paulus ansieht, was für ein starkes Leben, voller Trost in den Tiefen, in aller Unruhe. Was hat man für eine Kraft? Man wird neidisch. Lasst uns auf die beiden Zeugen hören, es ernst nehmen und genauso rufen wie der Stegen und Paulus. Inwendig muss Gott kommen nah. Es ist eine Zumutung, aber es ist die einzige Möglichkeit. Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Unser lieber Prelles vom Westbund schrieb mir, ich möchte gern einen Tag mitmachen, aber nicht wahr, lass mich ganz in Ruhe, ich möchte nicht reden. Und da habe ich ihn eben angesehen und sagte, jetzt hast du aber doch was auf dem Revolver, was du gern loswerden möchtest. Und Wilhelm Jung, komm, sag's. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Beides sind ja Worte, die uns so eingehen wie Öl, die wir gerne haben, wo wir so innerlich nicken mit dem Kopf und zustimmen. Aber wenn wir die mal genauer besehen, mir wird nichts mangeln, dann fiel mir auf, ist das denn überhaupt wahr? Wenn ich jeden einzelnen von uns jetzt auffordern würde, mal zusammenzustellen, was ihm mangelt, ich glaube, das würde eine ganz ansehnliche Liste. Ist das denn wahr? Mir wird nichts mangeln. Und dann habe ich in Gottes Wort versucht, etwas tiefer hineinzusehen. Der König David spricht da nämlich nicht von äußeren Dingen, sondern er sagt, er weidet mich. Ich bin bei dir.
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die Zusage, dass uns nichts mangelt, bezieht sich nicht auf alle äußeren Dinge. Die Zusage Gottes, mir wird nichts mangeln, dir wird nichts mangeln, bezieht sich darauf, dass wir nach Hause kommen. Auf diesem Weg, was Gott uns da nicht gibt, das brauchen wir nicht. Das ist ein schweres Wort und ist schwer zu lernen. Aber Gott kann uns das schenken. Ich will abschließen mit einem Wort von Jung Stilling, der vor 150 Jahren bei uns im Siegerland lebte, der gesagt hat, selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Es ist wahr, Gott befreit uns nicht von allem Not, von allem Kummer und von aller Sorge, aber er hilft uns, dass wir nach Hause kommen. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Dafür wollen wir ihm danken. Und nun bitte ich unseren Bruder, Direktor Pastor Habeck, das Referat zu halten. Was ist es um das Holz, das das bittere Wasser süß machte und die bitteren Herzen heilte? Wir sagten eben, im Glauben sehen wir dieses Holz als ein aufgerichtetes Zeichen der heilenden und rettenden Gnade Gottes. Wir können jetzt nicht davon sprechen, wie eigentlich das ganze Alte Testament voll ist von solchen aufgerichteten Zeichen der Gnade, die auf die verkörperte, in Jesus Christus verkörperte Gnade Gottes hinweisen. Ich meine, das Blut des Passahlamms ist solch ein Zeichen. Die Schlange, die da in der Wüste erhöht wurde, ist ein Zeichen. Der Sündenbock, der mit den Sünden des Volkes beladen in die Wüste gejagt wurde, ist solch ein Zeichen. Die Opfer, die dargebracht wurden, der Gnadenthron auf der Bundeslade. Ach, wenn wir erst einmal entdecken, wie das ganze Alte Testament voll ist von solchen Offenbarungszeichen der Gnade Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist, dann lesen wir das Alte Testament mit ganz anderen Augen und verstehen es mit ganz anderen Herzen. Denn all diese Zeichen im Alten Testament weisen über sich selbst hinaus auf den, der da kommen sollte und in dem die Gnade Gottes Fleisch geworden und zu uns gekommen ist als Heiland und Retter. Und darum gewinnen alle diese Zeichen ihr Licht und das rechte Verständnis erst von Jesus Christus her und von seinem Kreuz her. Und ich meine, so dürften wir es auch hier machen. Wo Gott in Mara ein solches Zeichen seiner heilenden, rettenden Gnade aufrichtet, in dem Holz, erkennen wir solch ein Zeichen der Gnade Gottes, die in Jesus Christus, unserem Heiland, erschienen ist. Und so wird uns das Holz von Mara zu einem Hinweis auf die vergebende, heilende und rettende Gnade unseres Herrn. So wie Gott damals seinem murrenden, unzufriedenen, nur die Probe, die Bewährungsprobe, so gar nicht bestehenden Volk dennoch geholfen hat und hat ihm das süße, lebendige Wasser gegeben und hat ihm darin ein Zeichen der Vergebung geschenkt, so finden wir unter dem Kreuz von Golgatha im Aufblick zu unserem Heiland
Die Gnade Gottes, die uns all das Verkehrte, Verworrene, Bittere, Undankbare, Anklagende und Hadernde, was auch in unserem Wesen ist, vergibt und uns dennoch seine Kinder sein lässt. So wie Gott damals im Mara sein Volk nicht verworfen hat, sondern hat ihm das Leben erhalten, so dürfen wir es unter dem Kreuz von Golgatha erleben und erfahren, dass Gott uns nicht richtet und verwirft und verdirbt, sondern dass er uns Leben, Heil, Rettung und Seligkeit schenkt. Es spricht jetzt zu uns Pastor Tegtmeier. Und was kommt dabei heraus, wenn ein Mensch sich lebenslang bemüht hat, mit Jesus allein zu rechnen, im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung, wenn wir ihn gerne sehen wollten? Das heißt, ihn immer besser kennenlernen wollten. Wenn wir lernten in seiner Nachfolge, ihn allein zu sehen. Wir alle wissen ja, wie viel es uns von Jesus abzieht. Was kommt dabei heraus, wenn man auf dieser Erde unter dem Kreuz stand und von nichts anderem wusste als von dem Gekreuzigten? So wie er am verhöhnsten, so ist er mir am schönsten. Ich werde des Blicks nie satt. Oh, das ist ein überaus herrliches Wort. Denn das steht im letzten Buch der Bibel. Offenbarung 5 und hebt uns aus dieser Welt, in der es um Jesus allein geht, in die Herrlichkeit der Vollendung, wo wir aus dem Stückwerk in das Vollkommene hineinkommen, wo wir ihn sehen werden, wie er wirklich ist, und werden ihm gleich sein. Was sagt denn darüber unser letztes Wort? Wisst ihr, das ist ein ungeheures Lied. Aber das wird nicht auf dieser Erde gesungen. Das wird im Himmel gesungen, am Thron der Herrlichkeit. Da beginnen zuerst die Vertreter aller Kreatur. Johannes nennt sie die vier Tiere, die vier Wesen. Und die 24 Ältesten, die Vertreter der erlösten Gemeinde, was tun sie? Sie fangen an, das geschlachtete Lamm zu preisen. Nun sehen sie ihn in der Lammsgestalt, in der Gestalt des Erwürgten, Hingerichteten, der die Versöhnung einer ganzen Welt mit seinem Vater sterbend am Kreuz vollzog. Nun preisen sie es. Und wisst ihr, da steht etwas drin, das ist tief ergreifend. Diese 24 Ältesten, Vertreter der Gemeinde auf dieser Erde, jeder hat eine Schale in seiner Hand. Und in dieser Schale sind die Gebete der Heiligen auf dieser Erde. Vor 14 Tagen stand eins unserer armen Betelkinder vor mir, ein 18-jähriges Mädchen. Zitternd stand sie vor mir und sie sagte: Herr Pastor, gibt's eine Hölle? Ich sagte: Ja, gibt's eine Hölle? Dann komme ich bestimmt hinein. Ich sagte: Kind, du sagst immer am Sonntag im Glaubensbekenntnis niedergefahren zur Hölle. Sieh mal, darum ist er in die Hölle hinuntergegangen.
damit du nicht hineinkämst, damit du in den Himmel kämst. Sie ging weg. Und vorgestern kam sie wieder zu mir, als ich eine Bibelstunde hielt. Aber sie hatte ein ganz anderes Gesicht. Und sie sagte, Herr Pastor, Jesus war in meiner Hölle und er hat mich herausgeholt. Seht, sowas ist in den Schalen der 24 Ältesten. Alles Suchen dieser Erde, alles Fragen, alles Weinen, alle Not um Sünde und Schuld. Alles ist in diesen Schalen und wird am Thron der Gnade vor dem Lamm ausgeschüttet und dem Vater gebracht. Und er hört, er hört. Aber dann fängt ein anderer Chor da oben in der Herrlichkeit an. Das sind die Himmel, das sind die Engel, die die weiten Himmelsräume füllen. Viel tausendmal, sagt der Johannes, unzählbar. Was tun sie? Dem Lamm, das erwürgt ist, bringen sie Ehre und Anbetung. Dieses Himmelsheer, die es gelüstete, in Jesu irdisches Werk hineinzusehen, weil sie warteten auf die Erlösung aller Kreatur. Weil sie warteten auf den Sieg des Lammes über Tod und Teufel und Hölle. Nun preisen sie da oben in der Herrlichkeit. Und dann kommt noch ein viel, viel größerer Chor. Hier der Johannes sagt, und alle Schöpfung im Himmel, auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamme, sei Lob und Ehre und Herrlichkeit und Gewalt in den Ewigkeiten zu Ewigkeit. Dem am Kreuz erwürgten Lamme, das zur Rechten des Vaters seinen Platz angenommen hat, dem dient, dem singt, den Lob preist eine errettete Gemeinde. Alle Himmel singen ihm ihr Lied und die ganze Schöpfung Gottes stimmt hinein in diesen Lobgesang. Seht mal, liebe Brüder und Schwestern, das kommt dabei heraus, wenn wir auf dieser armen Erde, wir Sünder unter die Sünde verkauft, und dem Tod ausgeliefert, Jesus allein lieben, weil er uns errettete. Jesus allein dienen, weil er uns diente und heiligte. Jesus allein auf ihn hoffen und ihm danken und preisen, hier schon in der Zeit, weil wir einmal in der Ewigkeit ihn sehen werden, wie er ist, und seine Herrlichkeit wird unsere Herrlichkeit sein. Amen. Es ist nicht gerade meine Aufgabe als Leiter, ein Urteil über die Referate abzugeben. Aber heute kam es mir so vor, ich darf das mal sagen, man steht so im Kampf und da ist man wie ein Schwimmer, der manchmal den Kopf ganz unter Wasser kriegt. Wenn einer am allerschwersten zuhören kann, dann ist der Versammlungsleiter. Der Leiter hört am schwersten zu. Ich habe manchmal gefragt, ob die Jünger, die bei der Speisung der 5000 das Brot rumgetragen haben, ob die selber auch zu essen gekriegt haben. Nicht wahr? Und so geht es bei einer Konferenz leicht, dass zu Ende ist und die, die hier gedient haben, sagen ja, eigentlich bin ich ganz leer geblieben. Ich hatte nur die Aufregung, dass es auch still ist und dass sie zuhören können und so, nicht? Und ich bin dankbar, dass es uns geschenkt wird hier, dass man selber was mitkriegt und gerichtet wird. Und nun bitte ich unseren Bruder Petrus Heugens um ein Wort. Ich habe ihn besonders lieb, das darf ich mal sagen, weil er sich immer zu denen hält,
bei denen es ein bisschen schwierig ist. Er kam als Holländer nach Deutschland, als kein Mensch mit uns sprechen wollte im Jahr 45. Und fing da an, in der Jugendarbeit zu arbeiten. Und heute ist er ein besonderer Freund Israels. Und doch ist es Heilsgeschichte. Heilsgeschichte noch und noch. Und da geht es mir auch auf, ob die Unterschied zwischen Weltgeschichte und Heilsgeschichte oft wohl so groß ist, wie das manchmal gemalt wird. Ob wir nicht viel mehr die Augen heute aufhaben sollten für das, was Gott tut, für seine Pläne, heute in der Zeitung, heute um uns herum, in den normalen Dingen des Weltgeschehens, normal zwischen Gänsefüßchen, wo es manchmal so natürlich zugeht, wo man schon ausrechnen kann, wo es landen muss. Aber ist dahinter nicht die Hand Gottes und vollführt er darin nicht seine Pläne? Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir dafür die Augen aufhaben. Anhand von Gottes Wort, wir brauchen dieses Wort Gottes mehr denn je zuvor, um im Weltgeschehen heute zu entdecken, zu hören. Die Fußstapfen des kommenden Königs. Und lass uns auch in dieser Zeit etwas Zivilcourage aus dem Glauben haben. Vor 20 Jahren lasen früher viele Leute die Gedichte von Fritz Wojcke. Wer das Losungsbuch hat, der kennt den Namen auch. Wie oft bei den Verschen unten ein Vers von ihm. Freuen uns, dass du da bist. Durchbruch der Gnade. Wo Menschenwege enden, fängt Gottes Weg erst an. Der alle Wege wenden und Welten lenken kann. Wo Menschenmacht entschwindet, erst Gottes Macht beginnt. Der seine Kraft entbindet, wo unsere Kraft zerrinnt. Er kann sein Machtwort sprechen, er ist in der letzten Not, wo alles zu zerbrechen und zu versinken droht. Erst wenn wir ganz verloren und arm und hilflos stehen, zu uns aus Gottes Toren die Engel Gottes gehen. Wie Nebel muss zerrinnen, was uns voll Trug umspinnt. Gott kann erst dort beginnen, wo wir am Ende. Es spricht zu uns der Direktor der Evangelischen Gesellschaft, Pastor Heinrich Jochums. Wie groß ist doch Jesus! Das ist mir gestern und heute neu deutlich geworden unter dem Zeugnis der Brüder aufgrund der Heiligen Schrift und ich denke vielen von ihnen. Wie groß ist doch Jesus! Heute Morgen in der Früh entdeckte ich in den Schriften des berühmten bayerischen Theologen und Kirchenführers Hermann von Betzel folgendes Wort: Wie groß ist Christus, dass er mit dem Wenigen, was seine Jünger von ihm erfassen und auffassen konnten, eine ganze Welt trösten, ein ganzes Weltleben erquicken kann.
Ja, so groß ist Jesus. Und dann bitte ich, dass unser Bruder, Regierungsdirektor Erich Müller, ein Wort der Auslegung sagt. Er kennt mich. Ich brauche kein Verstecken zu spielen, sondern ich darf jetzt nun offen vor ihm alles hinlegen, was mich belastet, und darf wissen, das nimmt er jetzt nun in seine Hände. Und dann ist eben das Erstaunliche und das Wunderbare, dass nach diesem "und ich kenne Sie" nicht kommt, wie man erwarten könnte, hoffnungslose Fälle, die taugen ja doch alle nichts, es lohnt nicht, und dann lässt er einen fallen, sondern dass nach diesem "und ich kenne Sie" dieser ganze wunderbare Katalog kommt: "Und ich gebe Ihnen das ewige Leben, und Sie werden nimmer mehr umkommen, und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen." So ist Jesus. Es folgt aus der Missionsversammlung der Ausschnitt aus einer Ansprache von Missionsdirektor De Kleine. Ich fuhr mit dem Präses von Afrika durch das Land. Wir kamen in solch ein Gebiet, wo kein grüner Halm mehr wuchs. Wir hielten uns im Auto. Er stieg aus. Ich sah, wie er so etwa 4-5 Meter zur Seite ging und dachte, was will er da? Ich sah, wie er sich beugte. Ich guckte. Wie es dahin kam, weiß ich nicht. Jedenfalls stand da ein einziger Grashalm. Wie der da hingekommen war, ich weiß es nicht. Und was tat der Präsesil? Der beugte sich und streichelte diesen Grashalm. Ich hätte ihn wahrscheinlich ausgezogen in Deutschland. Nachher, als wir im Auto saßen, sagte ich: "Du, ich habe das beobachtet. Du hast den Grashalm gestreichelt. Warum eigentlich?" Er sagt: "Das ist die Situation unseres Landes. Überall gibt es einen Grashalm. 5 Leute und 10 Leute und 20 Leute, die zusammen eine Christengemeinde bilden. Und die müssen wir pflegen, die müssen wir umsorgen, die müssen wir streicheln wie einen Grashalm. Denen müssen wir das Wasser des Lebens bringen, hinein in die Wüsten von Afrika." Na, darf ich eben sagen, wir haben heute Abend das Thema Jesus nur alleine und kurze Ansprachen. Die erste von Pfarrer Rolf Schäffbuch, der am Ulmer Münster Pfarrer ist. Der zweite von meinem lieben jungen Nachfolger, Pastor Herbert Demmer aus Essen. Alles über Worte, Jesus nur alleine. Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Vor einigen Tagen wachte ich mit furchtbaren Herzschmerzen auf. Man denkt ja immer dann gleich Schlimmste. Und eine halbe Stunde später war ich beim Arzt angeschnallt, da an das EKG-Gerät. Und die Arzthelferin, die stand neben dem Apparat und ließ so den Streifen durch ihre Finger gleiten, so ganz zuversichtlich sah sie aus. Man hätte es fast annehmen können, es kann nicht schlimm sein. Ein paar Minuten später kommt noch eine Diakonisse dazu, schaut sich den Streifen auch so an und sagt dann, wie eben das Schwaben bloß beruhigend sagen können: "Ha ja, ha ja." Aber in dem Augenblick habe ich mich gesehnt, fast zornig, dass doch endlich der Arzt hereinkäme, der allein die Entscheidung darüber hat, ob es stimmt oder ob das Leben in Gefahr ist. Er allein ist der Fachmann. Und so geht mir's im Blick auf diese Konferenz. Ich bin hergekommen mit diesem Verlangen. Ich will den Fachmann jetzt hören übers Leben. Wir hören ja so viel Menschliches. Und manche Leute lassen es uns wissen, dass wir schon recht sind. Und wenn sie das Gegenteil behaupten, dann sagen wir es uns selbst: "Ah ja, so schlimm kann es schon nicht sein. Du bist immer noch besser als andere." Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Es fällt den Leuten heute sehr schwer, sich in Glaubensdingen zu entscheiden. Das liegt daran,
dass Sie meinen, Glaube an Jesus, Glaube überhaupt, das könne man sich aussuchen, nur halt wie einen Anzug. Und dann gehen Sie in die religiöse Konfektion, sagen, katholisch steht mir nicht, evangelisch ist mir zu frei, pietistisch ist mir zu eng. Es gibt so viele andere Religionen. Wer mag recht haben? Ich kann mich nicht entscheiden. Petrus hat eins klar erkannt. So, dass wir auswählen könnten zwischen vielen Wegen, so ist die Lage nicht. Es gibt zu Jesus keine Alternative. Petrus hat erleuchtet durch den Heiligen Geist drei Dinge gesagt. Jesus, zu dir gibt es keinen anderen Weg. Alles andere, Irrweg, Umweg, Abweg, Holzweg, aber kein Weg. Jesus, außer dir gibt es kein anderes Wort. Gerede, Geschwätz, Gedanken, Meinungen, Einbildungen, aber kein Wort, das das Leben gibt. Jesus, außer dir gibt es keinen anderen Herrn. Er allein ist der Herr. Das andere Herrchen höchstens. Und seitdem Gott in Jesus sich so für uns entschieden hat, gibt es keine Alternative zu Jesus. Und das macht einem die Entscheidung so leicht. Judas hat versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und es war kein Weg. Es war ein Gang in die Verzweiflung und in den Selbstmord. Und wer einmal bei Jesus war, weiß, in allen Krisen, in aller Anfechtung, und keiner kann Christ sein, ohne Anfechtung. Luther sagt, non tentatus, non Christianus. Nicht angefochten, kein Christ. Aber in aller Anfechtung weiß er, zu diesem Jesus gibt es keine Alternative. Er der Weg, er das Wort, er der Herr. Es folgt ein Wort von Pastor Heimbucher, Nürnberg. Ruf zur Entscheidung. Im Alten Testament steht das Wort Gottes. Ich habe dir heutigen Tages vorgelegt den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Aber dann spricht Gott der Herr weiter, dass du das Leben erwählst. Liebe Brüder und Schwestern, der lebendige Gott hat ein brennendes Interesse daran, dass wir alle miteinander selig werden. Und dass wir alle miteinander das Ziel erreichen. Darum ist er aus seiner Verborgenheit herausgetreten. Darum hat er uns den guten Hirten gesandt. Jesus tritt jetzt vor unser Leben und sagt, ich bin gekommen. Dass du, nehmen wir dieses Wort ganz persönlich, dass du das Leben und volles Genüge habest. Jesus, Brüder und Schwestern, ist die große Scheideperson der Weltgeschichte. An Jesus, da scheiden sich die Geister.
An Jesus holen wir uns entweder den Tod oder wir holen uns an ihm das Leben in Ewigkeit. Und nun bitte ich den Redner von der Jugendversammlung heute Abend, Pastor Konrad Eisler, um ein Wort. Jeder kann auch beten. Ich habe es gelesen in einer neutestamentlichen Geschichte, die Sie auch kennen, Hochzeit zu Kana. Da war eine richtige Hochzeit mit allem Drum und Dran, mit großer Festlichkeit, mit so einem richtigen Bräutigam. Und dann war auf einmal eine Panne. Der Wein war alle. Das ist schmerzlich. Es war auf einmal aus und es war Aufregung hinter den Kulissen. Es war nicht genug vorgesorgt oder hatten die Leute zu großen Durst. Jedenfalls, es war so. Und nun kennen Sie die Geschichte, wie sie weitergeht. Maria, die das sieht, die Mutter Jesu, die geht nun zu Jesus. Direkt. Und sie sagt nun ganz einfach, Sie haben keinen Wein, mehr nicht. Sie sagt nicht, wir helfen können. Hier ist die Betriebsanleitung fürs Gebet. Jesus sagen, was uns fehlt. Jesus sagen, wie es uns ums Herz ist. Das ist Gebet und Fürbitte ist nichts anderes. Jesus sagen, was anderen fehlt. Und wenn wir das tun und frei werden von dem, was uns drückt, dann werden wir den Satz erfahren, den ich hier im Jahre 1952 hörte, als ich nach bestandenem Abitur ins Weiglehaus eingeladen war und hier nun eine Bibelarbeit mitmacht über das eine Wort, das mich seither begleitet hat und ich die Wahrheit dieses Wortes auch hier fröhlich bezeugen will. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus aller seiner Not. Dann bitte ich Herrn Pfarrer Ulrich Balzani, der hier ja Hauspfarrer ist, um sein Wort. Die Bibel jedenfalls sagt, dass es kein Leben ohne Freude ist. Was auch immer Leben ist, ohne Freude kein Leben. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Was ist der Weg zum Leben? Vor dir, vor deinem Angesicht. Freude die Fülle. An deiner rechten Hand Wonne. Vergnügen heißt es. Und ich glaube, dass die Bibel ein besonderes Herz hat für die, die begriffen haben, dass das Leben eine Jagd nach der Freude ist oder kein Leben ist. Denen, die so nach der Freude jagen, denen hat dieses Wort hier einen Geheimtipp zu sagen. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Was heißt das vor deinem Angesicht? Es gibt für uns eine einzige Stelle, wo Gott uns gnädig anschaut, das ist der Gekreuzigte. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Freude zum Sattwerden vor deinem Angesicht, da ist Gottes Angesicht uns in Liebe zugewandt. Vergnügen, Wonne an deiner rechten Hand, was ist denn Gottes rechte Hand? Gottes rechte Hand ist das Sinnbild seiner Kraft. Und es gibt einen Ausdruck der Kraft, der Stärke der rechten Hand Gottes. Und das ist die Auferweckung des Gekreuzigten. An deiner rechten Hand Wonne. Und jetzt bitte zum Sattessen. Freude zum Sattessen. Sattessen darf man sich an der Freude vor seinem Angesicht, vor dem Gekreuzigten. An seiner rechten Hand in der Wirklichkeit der Kraft der Auferstehung. In der Bibel ist die Freude immer der Hauptgang. Und man braucht sich nicht mit weniger abspeisen zu lassen. Und nun wollte ich unseren Bruder, Pfarrer Paul Walter Schäfer, bitten, dass er noch ein Wort sagt und dann wollen wir da abschließen. Bitte. Was ist das für eine Zusage Jesu, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird durch seinen Geist? Was ist das für ein Anspruch, mit dem wir nun auftreten in einer Welt, die seinen Geist nicht kennt und dafür keine Augen hat und nur durch ihn Augen bekommen kann über das, was Wahrheit ist?
Was ist im Namen der Wahrheit in dieser Welt nicht schon alles Schreckliches gesehen? Wer ist in dieser Welt nicht im Namen der Wahrheit aufgetreten und hat die Welt zerbrochen? Und wie tun wir uns in den eigenen Räumen weh unter dem Anspruch, in der Wahrheit zu stehen, aus der Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu sagen und uns dabei auseinander zu leben. Ich muss immer an den Pilatus denken, mit dieser klassischen Frage, was ist Wahrheit? Und er wusste es. Das war nicht die ferne Wahrheit. Das war nicht diese allumfassende Wahrheit. Das war nicht Zusammenfassung aller Wahrheiten. Sondern das war das Kneifen vor dem entscheidenden Augenblick in seinem eigenen Leben zur Wahrheit, die vor ihm stand, in Person Ja zu sagen. Und dies hieße doch auch für ihn, dass der da vor ihm steht, Ja zu ihm sagt und Pilatus sagt Nein. Liebe Schwestern und Brüder, das Philosophieren über Wahrheit und das Ringen und Kämpfen um die Wahrheit bringt uns keinen Schritt weiter, wenn wir nicht erkennen, dass die Wahrheit, von der Jesus hier spricht, Wahrheit über mein Leben ist. In Christus bekomme ich die Wahrheit über mich. Das ist die ganze Wahrheit. Das ist alle Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die in jener Stunde, die man jetzt getrost einmal auch die Stunde der Wahrheit nennen darf, da auf Golgatha aufbrach. Und in dieser Wahrheit, die da auf Golgatha, in dieser Stunde der Wahrheit aufbrach, macht mir doch klar, wenn Gott so viel für mich investiert und bezahlt, dann hat er mit mir unendlich viel vor. Dann hat er mich unsagbar lieb. Und dann will er, dass wir in dem Wirrwarr von Wahrheiten auch den Mut zur Wahrheit haben, die er ausgesprochen hat über mein Leben. Und das ist keine angenehme Wahrheit, aber das ist befreiende Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die frei macht und die mich jetzt auch froh und mutig macht, für die Wahrheit zu stehen, in die wir Schritt um Schritt geführt und geleitet werden, die wir nicht in der Tasche haben. Wahrheit ist doch nicht das, was man dem anderen um die Ohren schlägt, sondern Wahrheit ist das, was uns aus der Liebe Gottes trifft. Und von daher glaube ich daran, dass dieses uns so fremd klingende Wort, dass die Wahrheit der Welt die Augen öffnet. Und wir meinen immer, ja, sie sei und sie könnte nicht sehen und sie bliebe blind, dass der die Wahrheit ist, auch die Augen zur Wahrheit öffnet. Ich schließe das Zeugnis der Brüder mit einem Wort, das mir, wie ich junger Vikar war und einmal einen Krankenbesuch machte, ein Prokurist auf dem Sterbebett sagte. Irgendwie waren wir im Gespräch, und auch der Frage nach dem Glauben, da sagte er, wissen Sie, wie mein Glaubensbekenntnis heißt? Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles und wenn ich nichts hätte. Und wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich nichts und wenn ich alles hätte.